Ja, jetzt fertig. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schwungvoll mit At Christmas starteten wir in unser diesjähriges Weihnachtskonzert. Schwungvoll, besinnlich und adventlich wird es weitergehen. Ich darf Sie ganz herzlich dazu begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich den Weg zu uns gefunden haben. Bevor ich Ihnen nun das nächste Lied ansage, möchte ich gerne dem Hausherrn und unserem heutigen Gastgeber, Herrn Pfarrer Gunnar Plewe, die Möglichkeit geben, auch Sie zu begrüßen. Ja, meine lieben Damen und Herren und vor allem liebe Sängerinnen und Sänger, herzlich willkommen heute Abend hier in der Friedenskirche zu dem großen Weihnachtskonzert der Gourmand Singers. Es ist der zweite Advent und damit sind wir mittendrin in der Adventszeit. Ich denke, für alle eine ganz besondere Zeit, denn nur in diesen Wochen versammeln wir uns zu Hause und den Adventskranz zünden Kerzen an. Öffnen Türen im Adventskalender, schmücken die Wohnung mit Sternen, mit Engeln, mit allem Möglichen und genießen einfach diese schöne Zeit. Stimmen uns ein auf das, was Heiligabend vor uns liegt. Und ich denke, für alle, die heute hier sind, gehört in dieser Adventszeit und ganz besonders zum zweiten Advent traditionell das große Weihnachtskonzert der Gourmand Singers. Nun kann man sich fragen, warum heißt das eigentlich Weihnachtskonzert? Ist doch Adventszeit. Und wir von jemand anders, Sie hätten Geburtstag und Sie würden den Geburtstag vorfeiern. Aber wir feiern die Geburt von Jesus Christus und nennen dieses Weihnachtskonzert, weil wir uns jetzt schon einstimmen auf das, was vor uns liegt. Und es ist gut, dass wir dies hier in einer Kirche tun, dass wir uns darauf einstellen, was Heiligabend passiert ist, damit wir dann bereit sind, dieses große Wunder, das Gott in die Welt geworden ist, ein bisschen nachspüren dürfen. Und ein kleiner Tipp von mir, da weiß der Chor noch nichts davon, aber wenn Sie sich heute anstecken lassen von der Begeisterung dieses Chores und wenn Sie laut nachher applaudieren, dann hören wir alle zusammen die letzte Zugabe nicht heute hier, sondern dort, wo der Chor eigentlich herkommt, am Heiligen Abend um 23 Uhr im Gottesdienst auf dem Blauen Berg. Aber jetzt wünsche ich uns allen erstmal viel Spaß und Freude in der Leitung von Herrn Wieselski bei diesem Weihnachtskonzert. Auch uns, es ist nicht nur mein Arzt, dass die europäische Datenschutzverordnung sie trifft, sondern auch bei uns. Dieses Konzert heute Abend wird aufgenommen und es wird veröffentlicht. Also, wenn jemand ein Problem damit haben sollte, dass sein Rücken eventuell erscheint, dann möge er sich, die Kamera steht da hinten, dann möge er sich bitte einen anderen Platz suchen. Ich muss darauf hinweisen, sonst können wir eventuell hinterher Probleme bekommen. Vielen Dank. Ein kurzer Hinweis noch, bei diesem Konzert haben wir Gäste, die Damen vom Projektchor werden uns bei einigen Liedern unterstützen. Dazu später mehr. Und nun zu unserem nächsten Lied, Run Mary Run, ein Lied, das wir heute auch zum ersten Mal aufhören. Es ist arrangiert von Brian Tate und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Ich hoffe, das ganze Konzert wird Ihnen gefallen. Unter der Leitung von unserem Chorleiter, Herr Josef Netzwetzger. I'm Mary.
Im Moment gibt es in unseren Kinos einen bemerkenswerten Film. Dieser Film beschäftigt sich mit dem Aufbruch zum Mond. So heißt der Film auch. Und zwar handelt es sich um diesen abenteuerlichen Flug der ersten Menschen 1969 zum Mond. Aus der Perspektive des Kapitäns Neil Armstrong werden atemberaubende Bilder der Planeten und insbesondere der Erde gezeigt. Wunderbare Bilder der Stille, des Friedens, der Harmonie. Aus eben dieser Perspektive singt Julie Gold in ihrem 1986 komponierten Lied From a Distance. Und sie setzt einen anderen Akzent. Auch dort wird auf die Erde geschaut, auf die Erde, die keinen Frieden hat, die Harmonie hat, die keinen Krieg braucht. Aber im Gegensatz zum Film ist es nicht aus der Perspektive eines Menschen, sondern sie ist der Meinung, über den Menschen ist Gott. Und aus dieser Perspektive wird dieses Lied gesungen. Also From a Distance. Danach werden wir ein rhythmisch beschwingtes Sanctus aus einer Gospelmesse singen, die der 1966 geborene und in Berlin lebende Kirchenmusiker Stefan Zeno komponiert hat. Dazu brauche ich nicht viel zu sagen, der Text spricht für sich. Also viel Vergnügen zunächst mit From a Distance.
zwei Stücke, die ich jetzt anlagen darf. Das freut mich sehr. Und zwar zwei sehr schöne Stücke, die mir auch besonders liegen und an denen ich besonders viel Freude habe. Da ist zum einen Let My Light Shine Bright, und zwar von Lorenz Meyerhofer geschrieben, der bekannt ist, der schon sehr viele Stücke geschrieben hat. Übersetzt in etwa, lass mein Licht leuchten in der Nacht und am Tag. Das ist auf jeden Fall ein Hoffnungslied. Und das zweite Lied, Help Me Lord, Text und Musik von David Thomas, der Chorsatz von Heinz Helmut Jost Neujoks. Help Me Lord, brauche ich nicht zu übersetzen, aber Help Me Lord, Help Me Gott. Viel Spaß dabei. Thank you.
vorherrschende Stücke aus den bewegten 1980er Jahren. Das erste wurde vor 30 Jahren im Zuge der Neuen Deutschen Welle veröffentlicht, von der Band Münchner Freiheit. Sein Zauber ist ungebrochen. Freuen Sie sich auf, solange man träumen und leben kann. Anschließend sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit uns allen gemeinsam ein weihnachtliches Lied zu singen, das in evangelischen wie auch katholischen Gemeinden gleichermaßen beliebt ist. Man könnte auch sagen, ein weihnachtlicher Ohrwurm. Die Melodie stammt nämlich aus der Feder des bekannten Kinderliederkomponisten Detlef Jöcker, der Text von dem evangelischen Diakon Eckart Huckel. Singen Sie also nachher mit uns, ein Licht geht uns auf. Viel Freude. Zu weit für unsere Träume.
So langsam geht der erste Teil zu Ende. Ich sage Ihnen jetzt die zwei letzten Lieder an. End Irish Blessing. Bitte nicht zu verwechseln mit den irischen Segenswünschen von der Melodie. Und als letztes singen wir Ten Boimus, Navidades, wieder begleitet von Siegfried am Trommelchen. Und in der Pause, wie Sie es gewohnt sind, gibt es etwas zu trinken. Und der Erlös des Geldes geht nach Tansania zu einem Projekt, Netzwerk, oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Jedenfalls geht es nach Netzwerk und ich könnte es finden, reichlich zu trinken, damit auch die Geld da auf den Kopf fließt. Thank you.